Hallo und herzlich willkommen zurück bei Ghost Recon Wildlands. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. So, wir müssen jetzt schnell die Gabriella beschützen. Da steht es. Die Sicherung von Antonio und der Verlust diverser Drogenlager haben Morikoyo in einen Aufruhr versetzt und El Sueño sinnt auf Rache. So, wir müssen jetzt die Frau erstmal beschützen. Gabriella hat Ärger mit dem Kartell. So, ich bräuchte einen Heli. Vielleicht einige unserer Wissenslücken füllen. Warte mal, der hier ist doch nagelneu. Dann nehmen wir doch den hier. Anschnallen, Leute. Und fahren hier direkt runter. Zack. Dafür ist es ein Geländewagen. Und weiter. Immer wenn ich das mache, muss ich ans Phantomkommando denken. Mit Schwarzenegger. Da ist ein Heli, da ist ein Heli, da ist ein Heli. Ja, wie er am Anfang da den Berg runterrollt. Keine Ahnung, warum die Frau jetzt die Arme über den Kopf verschränkt. Sie ist eigentlich frei. So, und weiter geht's. Direkt zur Kirche. Feindaktivität. Sehe einen Unidad-Soldaten. Neben der Kiste mit den Funkgeräten. Gehe in Position. Ziel markiert. Tango getötet. So, das wird hier so eine Beschützeraktion, gell? So, meine. Los geht's. Bleiben Sie hinter mir. Ja, pues. Vamos! So, mitkommen. Alter, Philipp. Entdeckung, Idiot. Ah, Zifix. Ich wollte jetzt eigentlich in den Heli. Helf mir mal kurz. Ah, die Dame in ihrem schicken roten Kleid. So. Steigen Sie mal bitte ein, junge Frau. Steig ein. Bitte, 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 KI. Tu mir den Gefallen. Jetzt hat. Sehr schön. Sie ist drin. Ich hätte Ihnen nie etwas sagen dürfen. Die werden mich lebendig verbrennen. Ihnen passiert nichts. Ich verspreche es. Es war nicht immer so. Als ich Antonio traf, war er ein Schatz. Er schrieb mir Briefe. Niemand schreibt mehr Briefe. Er schon. Ich habe mich lustig gemacht. Mache ich jetzt nicht mehr. Ja, das glaube ich. Briefe schreiben ist voll was Cooles, voll was Persönliches. Scheiße. Gehe ich wieder kaputt. Und rein da. Sie werden Antonio nie wiedersehen. Niemals. Er ist auf dem Weg in ein amerikanisches Gefängnis, wo er den Rest seines Lebens bleiben wird. Die nächsten 70 Jahre.
Er wird auf die gleichen Wände starren, ins gleiche Klo pissen und mit sich selbst sprechen, bis er endlich seinen Verstand verliert. Sein Leben ist vorbei. Aber Sie haben noch eine Wahl. Wenn Sie wollen, können Sie jetzt gehen. Natürlich wird man Sie umlegen, bevor Sie auch nur 10 Schritte gemacht haben. Und was, wenn ich nichts weiß? Also immer schön über die Schulter schauen. Ich verstehe es manchmal nicht. Manchmal ist das echt leise, gell? So. Und jetzt zum Hauptlager. Wir fliegen ja eh nur hin. Und landen und dann gehen wir mal ein bisschen taktischer vor. Nicht so wie in der letzten Folge, wo ich ja nur Schwachsinn gebrabbelt habe. So ein bisschen, also nichts zusammenhängt. Also kein Schwachsinn, aber so durcheinander kreuz und quer hin und her. Ihr müsst jetzt dahin. Antonio hat den Standort eines großen Kokainverstecks im Mochokoyo preisgegeben. Hört sich vielversprechend an. Schalten Sie es aus. Und da gehe ich jetzt ein bisschen taktischer vor, weil ich glaube, das Gebiet, ja, das kennen wir. Da sind wir jetzt dann zum dritten Mal. Das gibt's doch nicht. Also die Entwickler haben einen Narren gefressen an diese Basis. Okay. Alle guten Dinge sind 3. Na, was für eine Sauerei. Es gibt Alarm. Der Alarm ist aus, es wird keine Verstärkung einfliegen. Mich wundert's, dass jetzt hier kein Gangster ist. Sind Tangos, ziemlich nah. Hey, Kartellschütze. Vor der Schule. Passt auf, die haben meine Alarmsicherung. Das war der letzte Alarm. Aus der Luft kriegen die keine Verstärkung mehr. Die Drohne ist oben. Frag mich auch, wo sie ständig diese Gangster herkriegen. Verstanden, unterwegs. Ich hab Roger, Ziel erfasst. Ziel verloren. Ich sehe das Ziel. Markiere Ziel. Das Ziel ist weg. Die Umgebung. Ich sehe einen Scharfschützen. Ich habe hier ein Ziel mit Maschinenpistole. Hab kein Ziel mehr. Verstanden. Unterwegs. Suche eine bessere Schusslinie. Okay. Ziel markiert. Das ist eine montierte Waffe. Brauche neue Position. Roger, Ziel markiert. Kann das Ziel nicht mehr sehen. Was ist denn los mit euch? Deck alles hin. So. Da oben haben wir noch einen. Da drüben ist noch einer. Zivilisten aber auch. Ein Scharfschütze. Da ist er. Da ist einer mit Maschinenpistolen. So, da ist der Alarm. Und dann war hier noch ein MG. Da ein Geschütz. Schalten wir das Licht aus. Geh in Position. Hab das Ziel. Eine gute Position. Ziel geh auf neue Position. Nummer 3. Jetzt. Zack. Tango getötet. Jawohl. Da ist das Ziel. Da ist er. Es sind 10 Ziele. Marco mit einer scheiß Minigun bei der Coca-Lieferung.
Wow, hau bloß ab. Ah, die Rebellen sollen jetzt bloß keinen Scheiß bauen. Die sollen bloß abhauen. Fliegt, nehmt das. Es greifen die Rebellen an. Ich brauche Nachtsicht. Ich nehme die Penner unter Feuer. Du siehst scheiße aus. Entdeckung. Ja, wie wär's, wenn ihr mal mit unterstützt, bitte? Oh oh. Oh oh. Die laufen ja ganz gemütlich rum. Sind die denn doof? Unidad-Vogel im Anmarsch. Unten bleiben. Oh shit, da kommen sie. Jetzt wollte ich es einmal taktisch machen, dann ging es doch nicht so doll. Halt.
Schwarzer Scheiß. Haben wir es gefunden? Aber hallo, jetzt müssen wir es noch vernichten. Wir kommen genau auf unsere verrückten Ideen aus. Kontakt bei der Coca-Lieferung. Okay. Zerstören. Granate kommt. Komme mierda, culeros. Granate fliegt. Oh, fuck. Granate fliegt. Granate fliegt. Ist scharf in Position. Hab das C4 scharf. Die Ladung ist scharf. So. Ach, das hier noch. Ladung ist scharf, in Position. Gute Arbeit, Leute. Verziehen wir uns. Ich wäre gerne dabei, wenn Idia Flores das El Sueño erklärt. Nachdem er das Hauptlager verloren hat. Das endet sicher nicht mit schönen Tag noch. Nun gut, haben wir die Mission auch geschafft, Gott sei Dank, war jetzt auch ein bisschen schweigsam, war auch ein bisschen kompliziert jetzt gerade. So, aber wir haben hier alle kleinen Missionen durchgeführt, das ist schön. Dann können wir theoretisch gleich ins neue, in einen neuen Kartenabschnitt reinfliegen. So. Ach, da ist unser Heli. Bowman, hier Nomad. Wir sind durch. Der Hauptvorrat in Mochokoyo wurde zerstört. Großartig. Der Verlust von Antonio und dem Kokain ist sehr schmerzlich für das Kartell. Die Geschäfte in Mochokoyo werden ziemlich lange brach liegen. Verstanden. Wir wechseln zum nächsten Einsatzort. Nomad Ende. Bin drauf. So, jetzt erstmal so Abstand gewinnen und wir brauchen. Eigentlich müssen wir nur hier rüberfliegen. In diesem Bereich. Und dann können wir theoretisch. Pass auf, wir machen eine Schnellreise dorthin. Dann kann man nämlich erstmal runterfahren an diesen Grenzübergang. Da findet man wahrscheinlich wieder irgendwelche Infos. Mhm. Und da möchte ich nochmal kurz auf die Gesamtkarte gucken, was wir bis jetzt eigentlich. Pardon, was wir bis jetzt eigentlich geschafft haben. So, wir sind jetzt hier bei Santa Mateo Alpha. Genau, oh, das sieht gut aus, guck mal. So, den müssen wir jetzt noch machen. Das ist für Sicherheit. Diesen ganzen Bereich haben wir gemacht. Hier, okay, das ist noch ein Bereich. La Cruz ist wirklich eine echt, auch wenn es nur eine ist, ne, mit dem Watchmen, bescheidene Ecke. Das ist ja nicht mehr viel. Guck mal, das ist theoretisch nur noch den Bereich. Und dann eigentlich die ganze rechte Seite. Das ist ja eigentlich mal gar nicht so verkehrt. Das ist echt interessant. Sehr cool.
Dann würde ich sagen, machen wir hier erstmal Folgenende und ich bedanke mich bei euch recht herzlich fürs Zuschauen. Ist mal eine kürzere Folge im Gegensatz zu der gestrigen. Und vielen Dank fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid bei Ghost Recon Wildlands. Ciao, macht's gut.